Hey, ja, hier ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Burnout 3 Takedown zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zur nächsten Veranstaltung im Rahmen der Burnout 3 Welttour. Beim letzten Mal sind wir in Asien ein bisschen gecrashed mal wieder. Erfolgreich, muss man auch sagen. Mussten eigentlich ein bisschen justieren. Ja, es gab wieder einen Booster, der eigentlich uns die Lage verschlimmert hat, statt uns verbessert. Wegen am besten ohne Booster ging das wunderbar geklappt, gleich auf Anhieb. Und konnten damit gleich nicht nur ein neues Fahrzeug freischalten, durch 30 Millionen Crash-Dollar mittlerweile, sondern auch konnten wir alle Crash-Logs einsammeln, die wir bisher in dem Spiel gibt. Das heißt, wir haben ein neues Auto verdient, auch zum Crashen. Wir haben also einmal sowohl ein LKW, wie auch jetzt den Feuerwehrwagen. Also zwei neue Sachen zu crashen. Vielleicht werden die irgendwann noch einsetzen können. Vielleicht werden die im Rahmen der Crash-Modus noch irgendwie mal gezeigt. Oder vielleicht zeige ich die am Ende dann nochmal so. Muss ich mal sehen. Ja, wir machen trotzdem hier weiter. In Asien geht es nicht weiter mit der nächsten Veranstaltung. Und zwar wieder crashen. Weiterhin. Und zwar in Island Paradise. Ja, und zwar machen wir diesmal Tropical Storm. Gewinne der Bronze, um eine neue Crash-Kreuzung freizuschalten. So sieht's aus. Und ich würde sagen, los geht's. Los geht's direkt. Tempo, tolle Landschaft und Tumult. DJ Black Pearl hier mit der ganzen Crash-Action aus Island Paradise. Nur hier auf Crash FM. Ist ja genauso ein Mist wie die andere, die wir mal hatten. Ey, wieder mit Kurve fahren. Ist genauso ein Mist wie die andere, ehrlich gesagt. Ja, also, ich glaube, einer der ersten war, die erste direkt. Aber wir müssen mal hier zu 650.000 Dollar Schaden verursachen für die Goldmedaille. Das ist noch ein bisschen weniger als die letzten Male. Und brauchen trotzdem 15 Wracks bis zum manuellen Crashbreaker. Die war, glaube ich, so, wo ich eigentlich benötigen, weil ich gesehen habe, zwischen dem Crashbreaker und der Vierfachen liegt der Hardbreaker. Also ist riskant, darüber springen zu wollen. Aber müssen wir mal gucken, wie wir das machen wollen, ne? Also immer sagen, ja, wir gucken im Ganzen mal an erstmal. Was denn ist das denn? Ich hab den Hardbreaker erwischt. Was ist denn das für eine Scheiße? Hat eine Sprungschanze, die hab ich gleich gesehen. Tempo, tolle Landschaft und Tumult. DJ Black Pearl hier mit der ganzen Crash-Kreuzungs-Action aus Island Paradise. Nur hier auf Crash FM. Hab ich gar nicht realisiert, aber wie soll man das am besten machen? Wir müssen mit zum Crashbreaker kommen. Zum Crashbreaker müssen wir quasi reinspringen. Die Crashbreaker müssen wir zum Zweifachen dann hin und dann dort manuell dann zünden, um den Vierfachen zu erreichen. Das ist mein Plan. Also, wir versuchen jetzt den Crashbreaker zu erwischen mit der Sprungschanze. Mit dem Crashbreaker versuche ich mich irgendwie in Richtung des Zweifachen Multiplikators zu bewegen. Also, ich will an den Hardbreaker vorbei entsprechend. Und dann von da aus dann warten, bis 50 Wracks haben und dann dort zu dem Vierfachen zu springen. Das ist der Plan. Ob das funktioniert? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber naja, wir versuchen es mal. Ich krieg überhaupt nicht in die Richtung. Ich fliege einfach weiter wegen der Explosion. Es geht ja auch nicht. Nur voller Liegen ist schöner. Das ist der beste Weg in den Crash. Soll ich vielleicht gar nicht die Sprungschanze benutzen? Vielleicht ist es auch alles gar nicht Boni für uns, die uns helfen sollen. Ja, vielleicht ist es genau wie dieser Boost manchmal. Ohne Sprungschanze ist er besser. Ja, ich weiß nicht. Es könnte aber besser tatsächlich sein, wenn ich einfach gerade durchfahre zu dem Crashbreaker. Mal gucken. Derjenige, der die Crashkreuzung erfunden hat, verdient einen Orden. Mann, ich bewundere dich. Mal gucken, vielleicht ist auch so eine bessere Idee. An den Sprungschanzen vorbei und dann zum Crashbreaker fahren.
Oder versuchen zu fahren, ist dann die bessere Frage. Gut, wir müssen nur hinkommen irgendwie, auch wenn wir da vielleicht vorher abgeschossen werden. Müssen wir nur da hinkommen, dann können wir noch einen Sprung mit dem Sprung entsprechend da, wie ich schon sagte. Mal gucken, ob es besser funktioniert, wenn man das so macht. Mal sehen, ne? Ich hab den getroffen. Cool. Mal gucken, wo wir landen, wenn wir jetzt hier wieder zurückfliegen. Na, nicht so weit, wie ich gehofft habe. Ja, mal gucken, was das so gebracht hat. Aber wir fliegen auch oh, die Autos hier rum. Da fliegt doch eins. Das ist so irre, dieses Spiel. Aber das ist ganz schwer, den Goldenen zu kriegen noch. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Deutlich zu wenig. Neues Event freigeschaltet. Ja gut und schön, aber das... Tempo, tolle Landschaft und Tumult. DJ Black Pearl hier mit der ganzen Crash-Action aus Island Paradise. Nur hier auf Crash FM. Aber wie soll ich denn diese LKWs erwischen, die ich habe, die brauche ich. Ich brauche diese LKWs, und wie soll ich die erwischen? Mir fehlt da den locker 200.000. Das heißt, mit dem Multiplikator 50.000. Es ist quasi ein LKW. Also ich muss einen LKW noch erwischen, aber wie mache ich das? Ein Bus vielleicht, eine gute Idee. Das war ein anderer Ansatz. War hat zwar funktioniert, wie ich das wollte. Ja, mache ich jetzt genau das, was ich jetzt wollte. Nur komm wieder nicht zurück. Wir haben nur den Multiplikator jetzt erwischt, aber wir sollten jetzt deutlich mehr Schaden verursacht haben. Weil wir einen LKW so halt erwischt haben. Ja, äußert sich gleich ganz anders. Äußerte sich jetzt ganz anders, hat gleich funktioniert. So hat funktioniert. Quasi nicht die ganz komplette Sprungschanze, sondern nur so halb reinfliegen einfach. Hat geklappt, wunderbar. Super, das freut mich. Das hat jetzt geklappt. Cool. Super. Im zweiten Versuch zwar erst, aber trotzdem, wir haben das optimiert und damit das halt geschafft. So, 2,32,4 Millionen. 50 Millionen brauchen wir für das nächste Auto, was der letzte, glaube ich, ist. So, der höchste, glaube ich, was man braucht. 50 Millionen. Ist noch drin, wir haben noch diverse vor uns. Aber ja, mal eine weitere abgeschlossen, das ist das Gute. Und hier gibt es gleich so zwei jetzt freigeschaltet in Golden City. Werden wir uns demnächst auch drum kümmern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Crash-Kreuzung hier. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht mit dem Let's Play und anderen Let's Plays. Denkt daran, mir auf Twitter und auf Facebook zu folgen, damit ihr auch auf aktuellen Stand seid, wenn keine Videos kommen. Oder wenn Livestreams angekündigt werden, dann erfahrt ihr es dort zuerst. Schaut ab bei meinem Discord-Server vorbei, um mit Leuten in Kontakt zu treten, mit mir zu reden, Spielegruppen zu bilden, um gemeinsam zu zocken im Stream oder auch so. Schaut in der Zielgruppe vorbei, tretet dort auch bei, könnt ihr auch noch, ja, vielleicht Leute finden zum Spielen, direkt die ins Team drin sind. Und alles verlinkt in der Videobeschreibung und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.